So, Tag 1 auf dem Camino liegt hinter mir. Ich hatte gestern keine Zeit mehr, so ein Recap-Video zu machen, weil ich einfach ziemlich erschöpft war, müde und ich wollte schlafen und essen und was nicht alles. Es begann in Saint-Jean-Pied-de-Port. Mir wurde von allen Seiten gesagt, dass die Route Napoleon nicht gangbar ist. Da liegt Schnee oder irgendwie sowas. Also man hat mich davor gewarnt, dort lang zu gehen. Okay, dachte ich mir, suche ich mir eine Mittelroute. Man wollte mich dann die Straße entlang schicken mit all den anderen Pilgern. Ich wollte aber nicht die ganze Zeit 5-6 Stunden an der Straße marschieren. Deswegen habe ich mir einen Mittelweg gesucht bei Google Maps. Und den habe ich auch gefunden. Es ist eine Straße gewesen, die hatte einen Titel, der war so lang wie eine halbe Zeile. Stell dir eine ganze Zeile vor und die Hälfte davon ist schon der Titel dieser Straße. Dachte ich, ja, wer ist denn darauf gekommen? Als ich dann da war, hatte diese Straße auch einen Namen, da stand ein Schild. Aber die Franzosen waren ja gewitzt, sind ja gewitzt. Die haben der Straße einfach eine Abkürzung gegeben. Und die hieß dann Rue de la Ché. Und Ché mit so einem Apostroph hinten. Ché war tatsächlich der Anfang von diesem Namen. Den wollte man wahrscheinlich nicht drucken, ein bisschen Geld sparen, warum nicht. Wie gesagt, da bin ich dann lang gegangen, da waren aber keine Zeichen, keine Muscheln, keine Pfeile, nichts. Also sehr wenig nur und ich war dann irgendwann ein bisschen aufgeschmissen. Habe mich dann wirklich immer zwischen der Rue Napoleon und der Straße bewegt. Irgendwann aber war ich dann doch auf der Route Napoleon. Warum auch immer, ich bin da irgendwie hingekommen. Das heißt, es ging steil bergauf in die Pyrenäen. Es ging steiler und steiler bergauf und dann gab es mal einen Moment Entlastung. Aber natürlich nur, um dann nochmal steiler zu werden. Habe ich ja irgendwo auch schon mit gerechnet, wollte ich ja auch so machen. Dann ging es so serpentinenartig hoch irgendwann und ich dachte, bei jeder Kurve dachte ich nur, ich spreche mich entschieden für eine Niederlandisierung des Abendlandes aus. Ich werde eine Petition bei der EU einreichen, dass das einfach flacher werden muss. Wer braucht Berge? Ja, dann war ich irgendwann oben. Ich war dann tatsächlich da total alleine. Ich war total alleine, da war niemand. Und es wurde auch etwas flacher, etwas gangbarer. Und dann bin ich dann so lang marschiert. Ich habe einen Motorradfahrer gesehen irgendwann, die ganzen Alberges. So, everything okay. Buen Camino. See you. Und ja, ich bin dann einfach gelaufen. Es gab immer mal wieder einen kleinen Anstieg und irgendwann war ich dann oben, so zwischen 1000, 1400 Metern habe ich mich bewegt. Es gab auch immer wieder so gipfelartige Strukturen, Felsstrukturen, die mir so ein bisschen auch Schutz vorm Wind geboten haben. Und Wind ist das gute Stichwort. Ich dachte so, okay, die Steigung kann ich mit leben irgendwie. Man kann ja Pausen machen. Ich habe auch 1 bis 2 Liter Wasser mitgenommen, die habe ich auch komplett aufgebraucht. Und dann war ich irgendwann ganz oben und da war keine schützende Felsstruktur mehr. Und da zog der Wind über die Wiesen. Das war einfach nur noch krass. Das war der krasseste Wind, der krasseste Gegenwind, den ich je als Fußgänger erlebt habe. Gut, ich bin auch nicht so oft unterwegs, ich bin Freizeitsportler, aber das war so krass. Teilweise von der Seite, teilweise von vorne, manchmal auch Rückenwind. Aber von vorne, das war dann, da habe ich mich ungefähr so bewegt. So. Für 1,5 Stunden. Ich habe auf die Uhr geguckt. 1,5 Stunden nur im Schneckengang. So. Und als dann wieder Felsstrukturen auftauchten, ich habe sie alle genutzt. Ich habe mich einfach reingeschmissen, habe kurz verschnauft, Luft geholt und dann bin ich wieder weiter. Und da war niemand. Ich hatte den kompletten Weg für mich alleine. Einmal tatsächlich fuhr ein Polizeiauto an mir vorbei. Die haben mich kurz angeschaut, gelächelt, gewunken. Ich habe zurückgewunken und sie haben auch gemerkt, man kann dort spazieren gehen, man kann dort gehen. Das Wetter war gut. Ich meine, sogar der Wind war warm. Es war kein kalter Wind. Tja, so bin ich dann weiter marschiert. Und irgendwann kam ich dann wieder an, ja, es kam immer wieder ein Hügel, weißt du, wieder eine Felsstruktur, wieder bergauf. Ich dachte eigentlich, ich hab's hinter mir. Und dann habe ich mich kurz vor einer sehr krassen Steigung noch mal kurz ausgeruht. Und dann tauchte da, wie aus dem Nichts, über den Hügel, über den Kamm, kam plötzlich ein französisches Pärchen auf mich zu. Die waren sehr freundlich, sehr nett.
haben mich begrüßt, haben gefragt, ob es mir gut geht. Und ich sagte so, ja, es ist ganz schön hart. Und dann meinten die, ja, langsam. Immer langsam gehen, ganz langsam. Es ist Zeit, es ist genug Zeit. Es war gerade mal, weiß ich nicht, 2 Uhr oder so. Es ist Zeit. Und daran, an diesem Hinweis, da habe ich mich orientiert. Dann bin ich wirklich langsam die Steigung hochgegangen. Immer so im eigenen Tempo. Und das eigene Tempo habe ich dann auch immer mehr und besser gefunden. Seltsamerweise hatte ich keine Schmerzen in den Füßen, keine Schmerzen in den Beinen, aber in den Schultern. Und die habe ich heute Morgen schön mit Tigerbalsam eingerieben. Das tut sehr gut. Jetzt sind die Schmerzen wieder weg. Ja, irgendwann kam ich an die französisch-spanische Grenze und da war ein Wasserhahn. Da gab's Wasser. Es gibt ja überall auf dem Camino Wasserstellen, wo man mit einem Filtersystem praktisch sein Trinkwasser auffüllen kann. Und das war das erste Mal, weil meine Wasservorräte waren aufgebraucht. Und ich habe ohne Witz, ich habe meinen Wasserfilter genommen. Ich glaube, ein Liter passt da rein. War ein halber Liter. Habe ich komplett gefüllt und habe erstmal den halben Liter komplett auf Ex getrunken. Dann habe ich noch einen Rest Wasser gefiltert und habe mir noch mal 1,5 Liter Wasser in meine Trinkflaschen abgefüllt. Und die habe ich auch noch gebraucht, bis ich beim Kloster war. Das zog sich nämlich noch mal. Ich dachte, ich bin jetzt da. Ich dachte, ich muss jetzt nur noch bergab gehen. Nein, es zog sich noch mal 2 Stunden. Alter. Die sagen alle, die erste Etappe des Caminos ist die schwerste. Kann ich bestätigen. Klar, wenn du trainiert bist, Bergsteiger bist, dann ist das ein Klacks für dich. Aber ich als Freizeitsportler, ich gehe ab und zu joggen, fahre ein bisschen Fahrrad, das war's. Ist das schon kein Pappestiel. Ja, irgendwann kam ich dann beim Kloster an. Und da habe ich Bekannte wieder getroffen. In Saint-Jean-Pierre-de-Port waren im Zimmer neben mir, in der Villa Rondella oder wie der hieß. Da war ein amerikanisches Ehepaar, Susan und John. Susan ist in München geboren und hat dort auch 10 Jahre oder länger gelebt. Ist dann nach Amerika und kann sehr gut Deutsch. Sehr, sehr gut Deutsch. Und mit denen habe ich mich in Saint-Jean-Pierre-de-Port schon ausgetauscht. Die hatten mir auch schon eine Route empfohlen, und zwar The Practical Path. Habe ich nicht gefunden. Aber die beiden haben den offensichtlich gefunden. Also es gibt noch einen anderen Weg durch die Natur, abseits der Straße. Die beiden haben den gefunden. Ja, die habe ich tatsächlich dann wieder getroffen im Kloster. Aber zunächst, als ich reinkam, wer begrüßt mich da? 2 freundliche, aufgeschlossene Holländer, die dort ehrenamtlich arbeiten, scheinbar. Und die haben mich sofort auf Deutsch angesprochen und ich habe meinen Stempel gekriegt. Und die haben mir gezeigt, wie alles geht, und es ist super modern eingerichtet da. Ich habe die Messe um 18 Uhr leider verpasst, das Abendbrot habe ich auch verpasst. Aber okay, ich war in Saint-Jean-Pierre-de-Port kurz in der Kirche. Habe ich mir meinen Segen geholt, hoffe ich. Und ja, die Betten, alles super modern, alles wirklich ganz toll hergerichtet. Wo man noch dran arbeiten könnte, ist die Klospülung tatsächlich. Also erstmal gibt es da für die Männer nur ein Klo. Und wenn du da bist, geht das Licht aus. Warum? Okay. Und wenn du nachts, wenn die Pilger nachts aufs Klo gehen, es waren zum Glück nicht viele Pilger da, ich hatte wirklich freie Bettenwahl so ungefähr. Und wenn die Pilger aber nachts aufs Klo gehen und die Klospülung betätigen, dann ist das so, als würde eine Horde von 10, 20 Leuten mit einem Kercher das Badezimmer komplett auf links drehen. Da stehst du senkrecht im Bett. Das ist ein krasses Geräusch, ein krasses Geräusch. Ich dachte, da ist ein Abrissunternehmen unterwegs. Ja. Ja, Susan und John habe ich wieder getroffen. Ich habe jemanden aus Paderborn getroffen, haben uns kurz ausgetauscht. Und ja, heute früh habe ich sie alle wieder gesehen. Heute früh wurde ich geweckt von einer Gruppe freundlicher, aufgeschlossener Koreaner, die einfach mal sich in normaler Zimmerlautstärke unterhalten haben. Bin ich wach geworden, konnte nicht mehr einschlafen, dachte ich mir, heute gehe ich früher los. Gestern bin ich erst um 8:30 oder so losgegangen, heute gehe ich um 6 los oder 7 war es dann. Ja, ist besser. So, das erste Vlog. Ich werde vielleicht demnächst, wenn ich mal die Möglichkeit habe,
jetzt im Anschluss auch noch ein paar Aufnahmen dran schneiden hier für YouTube, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck kriegt. Das schaffe ich heute nicht, denke ich. Deswegen, ich werde das jetzt gleich hochladen. Wenn ihr aber direkt dabei sein wollt, direkt sehen wollt, wo ich jetzt gerade bin und was ich gerade erlebe, dann folgt mir doch bei Instagram. Da poste ich immer aktuell was in die Stories und in die Timeline. Ja, Instagram Sebastian_Bahe_Coach. Da könnt ihr mir folgen und seid direkt dabei. Dabei sein, frei sein. So, jetzt geht's weiter. Wenn mir noch was einfällt, lade ich noch was hoch. Das war Tag 1, heute ist Tag 2. Es geht nach Zubiri, vielleicht nach La Soara. Mal gucken, wie weit mich meine Füße tragen. Ich hatte heute früh keinen Kaffee, deswegen werde ich gleich erstmal einen Stopp einlegen und irgendwas essen und einen Kaffee trinken. Ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei Tag 2. Nee, Tag 2 ist gerade. Beim Recap zu Tag 2, also morgen. Bis denn und nicht vergessen, Daumen hoch, Kanal abonnieren und ja, Glocke drücken. Jetzt geht's weiter. Macht's gut. Tschüss.